Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Trust and Betrayal. Das Projekt, wo es um Verrat, Betrug im eigenen und im Gegnerteam geht, mit Nephias. Und dem Koro bei. Und es ist so viel Verrat und Betrug, weil wir jetzt zu zweit auf dem Server sind. Mir fiel gerade was ein, als du illegale Geschäfte machen warst mit deiner Toilette. Hm? Welche Flüssigkeit kann man nicht in Blöcke gießen? Welche Flüssigkeit? Kann man, kriegen die in Blut auch Schaden? Hast du Blut daran drin? Nee, ja, damit ich Blut reinbekomme, muss ich ja theoretisch was drin haben. Wieso? Ich weiß nicht, ob die Blutschaden kriegen. Das wäre aber gut, weil Blut kann man nicht in Blöcke gießen, weißt du? Stimmt. Und dann du kriegst aber keinen Schaden, wenn nichts drin ist. Nee. Mal einen Barren rein. So. Nee, Fi, tu das nicht. Das ist doch reiner Selbstmord. Oh ja. Oh. Hm. Oh. Hm. Wie, kannst du keine Blutblöcke machen? Nee. Blut kannst du immer nur in die Casting Tables kippen. Es ist blöd, dass ich keinen Fallschaden bekomme. Kann dir Schaden da drin machen. Zack, tot. Wenn ich meine Rüstung ausziehe. Da habe ich immer Angst vor. Wir lassen's. Wir warten, bis der. Oh, der braucht so lange. Fertig ist. Aber wenn du mir Schaden hier drin machst, zählt das dann schon? Als was? Als Teamkill? Oh, fuck, ich dachte, ich habe mein E-Mail-Programm ausgemacht. So. Ach ja, ein Diamantapfel. Schade, habe ich Äpfel. Oh, ich habe doch noch getrocknetes Blut. Kann man das wieder reinlegen? Du hast doch jetzt gleich das Eisen geschmolzen. Oh, das dauert zu lang. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit der ganzen Magma Cream und den Enderperlen? Das kommt noch. Meinst du Endgame-Content? Jetzt wart's doch erstmal ab. Ich muss noch mehr Spawner holen. Du kannst an das schwarze Brett irgendwie schreiben, ich habe ganz viele Enderperlen und Emeralds, macht mir Angebote oder so. Daneben so ein Gemälde von mir. Eine Halskette aus Emeralds, eine Brille aus Enderperlen. Ich hab den Timer wieder nicht gestartet. Oh Mann. Hallo. So. Ich muss jetzt erstmal Zeug wegpacken. Viel zu viel Zeug in meiner Tasche. So. In der Tasche? In der Tasche. Mach jetzt eine Random. Ich brauch noch Äpfel. Hast du zwei Äpfel für mich? Locker, easy. Hab ich zwei Äpfel für dich. Oh, ein Herz habe ich ja auch noch. Stimmt. Ach ja, hier ist ja Piggy the Pigman noch in deinem Haus. Ja, ja, der läuft. Jo, jo. Läuft. Läuft bei ihm. Wo hast du denn die Äpfel? Beim Essen. Da, nein. Ich keine Äpfel mehr? Ah, hier. Doch, fünf. Wie viele brauchst du? Drei. Zwei. Zwei, ja. Jetzt brauche ich noch Gold. Habe ich noch genug Gold? Guck gerade, was du noch so alles hast hier. Zu wenig. Es wird weniger auf jeden Fall. Geiler Scheiß, ey. Geiler Scheiß. Ich gehe mal oben Gold reinpacken. Viele Enderperlen noch da sind. So, nix. Hier unten, ach ja, hier ist das Lagersystem. Pulverized Gold. Sind das Diamantblöcke? Ja. Für den Beacon. Geht da wieder. Bescheuert. Kannst du nicht auch Emeralds nehmen? Ich komme nicht drauf klar, dass es so einfach war. Die Emerald Farm. Beziehungsweise einfach war es ja nicht. Ich habe ja nichts gemacht. Aber trotzdem, im Grunde ist es einfach. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht so die... Na gut, wir hatten jetzt aber auch im Late Game ganz viel Zeug schon da, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Du meinst, wir mussten jetzt nicht so viel... So viel noch farmen und holen und... Okay, stimmt. Machen wir erstmal zwei rote Hardcontainer rein.
Wie viele Herzen habe ich jetzt? Warte, kann ich dir gleich sagen. Wenn ich mir diesen Golden Apple gemacht habe. So. Bin gleich da. Ich brauche noch Aluminium. Wo bist du denn? Immer im Haus. Hallo Enderman. Du hast 15, 15, 18 Herzen, 32 Hits hast du. Das ist 52. So viel? Was ist denn da los? Das wird immer mehr bei mir, obwohl ich nichts mache. Das hört nicht auf. Wenn man sich so komisch klont. Stimmt. Ich weiß gar nicht, warum man die HP-Grenze auf 75 gesetzt hat. So hoch? Nee, so niedrig. Ja, es geht eigentlich noch mehr. Ja, bitte, wie. Über. Also jetzt. Pass mal auf. Puss mal auf, mein Junge. Das ist ja immer noch ein Trust and Betrayal. Es wurde jetzt im gesamten Projekt noch nicht so viel getrustet und nicht so viel betrayed. Aber wenn, mal angenommen. Ich sag mal. Was war da jetzt vor? Ich sag jetzt mal, pass mal auf. Ja, pass auf. So muss ich erstmal im Aquarium raus. Sagen wir, ich möchte jetzt auch niemandem auf die Schuhe treten oder so, ne? Ja. Aber es ist ja immer ein gutes Beispiel, ne? Ja. Anne hat ja ein Diamantschwert. Okay. Oder ein Rapier. Und eine Diamantrüstung. Ja. Und jetzt mal so für den Fall das. Ne? Für den Fall. Das sagen wir, was sagen wir? Wir sagen mal, Brother Moon kommt vorbei. Ne? Ja. Und er will sie verhauen, ne? Mhm. Dann muss sie sich ja noch wehren können. Sie muss ja noch eine Chance haben, dass sie da Brother Moon vielleicht töten könnte. Mhm. Verstehe ich. Ja. Meinst du, das funktioniert, wenn er irgendwie. Das funktioniert aber auch. Das funktioniert aber auch nicht, wenn du 75 HP hast. Das lassen wir mal so dahin. Das ist ein anderes Thema. Das sprechen wir ein anderes Mal an. Weißt du, das ist. Nee, Fias, du musst doch mal über den Tellerrand gucken. Ist leer. Nein, ach, 75 Leben, also ja, es im reicht. Endeffekt sind es immer noch nur One-Hits, die Leute. Ja. Und wir sind ja auch nur One-Hits. Wir sind die Number One. Wenn man das mal so sagt. Apfel, das da, Alter, wie viel passt denn so ein scheiß Fieder rein? Krass. Isst du auch was? Isst du genug, mein Junge? Du musst jetzt mal gucken, wie viele Herzen ich habe. Weil ich mir gerade zwei. Bist du auf deiner Insel? Ja. Weißt du, was wir jetzt machen? Na? Wir bauen dir jetzt ein Portal. Das ist eine sehr gute Idee, mein ja. Freund. So. Ich baue das Dial-Device. Wir haben ja jetzt die Emeralds. Stimmt, dafür brauchen wir Emeralds. Ja. Lass doch alles vernetzen. Ja, eben. Wo ist mein Dino? Da. Hier. Guck mal eben das. Essen. Dann nehme ich, glaube ich, noch Dias raus, die wir noch brauchen. So, und dann baue ich das jetzt eben. Guck mal, Enderperlen brauchen wir auch. Alles schon vorgesorgt dafür. Es ist der Hammer. So. Dann bauen wir dem Goro mal eben ein Portal. Das können wir ja jetzt sagen. Das ist ja unglaublich. Krass, ne? Mir fehlt, dass man irgendwie so automatisch laufen hat oder so. Oh, ich brauche Papier. Das könnte. Ich habe genug. Purple. Wo ist mein Papier? Ein Papier habe ich noch, aber ich habe noch irgendwo Schilf. Da. Heißt das Schilf? Kann man das Schilf nennen? Ja, ne? Ja, ist es nicht Zuckerrohr? Ja, es ist Sugar Canes. Sugar Canes. Sugar Cane. Sugar Cane. Content ID Nummer 2. Du singst einfach so gut, Nefias. Ich habe auch die Stimme von ihm.
Sugar Cane. Hat man dir das gesagt? Ist das gelogen? Nein. Goro? Nein, nein. Sei ehrlich. Du hörst dich genau so an. Danke. Bist du nicht Ich bin auch schwarz. Er hat das böse Wort gesagt. Auch? Überall. An dieser Stelle möchten wir mit Vorurteilen aufräumen. Welche Vorurteile? Harte Fakten. Harte Fakten, ja. Ich hab da so ein Problem, Goro. Brauchst du Papier? Oder warte. Nein, ich brauche kein Papier. Ich brauche Glowstone. Jetzt schwusch, ich hab ihn nur rausgehen hören. Ich glaube, er holt Glowstone. Das haben wir gleich. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich habe ich selbst Glowstone, warte. Ja, von meinem eigenen Haus. Hat sich erledigt, Goro. Och. Weißt du, wie weit das ist? Ja, 3 Meter. Ich wollte sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von meinem eigenen Haus. Warum? Im nächsten Projekt sollte ich einen Anruf bekommen, dass ich dabei sein darf. Ein Anruf? Werde ich auf jeden Fall ein bisschen größer bauen. Und halt ein bisschen mehr Freiraum, weil ich glaube, da würde noch ein bisschen mehr gehen als das, was jetzt hier so gegangen ist. Ich habe ja auch relativ groß gebaut, muss ich ja sagen. Ja, das finde ich halt so geil eigentlich, weißt du? Ich bin ja sehr beschränkt, sag ich mal. Das klingt so böse, dabei ist es gar nicht so böse wie gemeint, ey. Ja, aber guck mal hier. Hier drüben ist alles komischer toller Elfengarten. Und dann, wenn ich runterbuddel, dann komme ich in irgendein Tunnelsystem, was sie da gegraben hat, was wahrscheinlich nicht ausreichend gesichert ist, sodass Team Rot hier in jedes Haus reingehen könnte. Oh nein. Darfst du reingehen? Wem erzähle ich das? Oh, was? Als ob ich irgendwas. Habe ich irgendwas offen gelassen? So klang das gerade. Wem erzähle ich das? Dem Meister des Offenlassens. So meine ich das gar nicht. Du bist eine Schildkröte auf dem Kopf. Schildkröte oder ein Slime? Wieso habe ich den Hut an? Eine Schildkröte. Und du hast noch 3 Nether Cubes. Ja. Neidisch? Nein, eigentlich nicht. Name Tag. Ein Tank. Ein Block Teleporter. Du hast ja schon geilen Shit gesammelt so in den ganzen Folgen. Block Teleporter ist gebaut. Block of Solid Ender. Ja, den habe ich geklaut. Und Büchse. Ja. So, wollen wir dann mal. Fußfutter! Wo ist mein Glider? Da. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Wir müssen uns erstmal die Nummer von dem Portal hier angucken. War das nicht 3x Emeralds oder so? Ich weiß es nicht, aber ich habe da letztens so viele Nummern drin gesehen. Die sind da gar nicht. Und Tropico. Nee, du musst unten im Dial da hier. Wusste ich. 3x Eye of Ender. Okay. Attacke. Wo lang? Die Richtung. Tschüss. Mit der Nase nach. Immer nach Norden, mein Junge. Wenn du da bist, steht das Portal schon, du hättest warten können. Immer nach Norden. Denk an deine Ausbildung. Was? Oh, so ein Gleiter ist ins geil. Haus, ne? Was? Ins Haus, ne? Oder du baust ein Haus außenrum. Und dann blau markieren. Soll ich dir aus Emerald Blöcken ein... Nein, komm. Eine Statue meiner selbst. Passt ja auch, der Skin ist grün. Ist schon da? Was? Mann, brauchst du lang. Ich seh dich, fall runter. Wo willst du es denn hinhaben? Genau beim Dino landen. Hab ich nicht geschafft. Wo ich das hinhaben möchte. Wie weit vom Haus darf das denn weg sein? Ja, es darf. Ja, bei Rosamund war es 2 Blöcke von der Hauswand entfernt. Keine Ahnung, stell das doch irgendwie hier so hin. Hier vorne irgendwo beim Weg hier.
Weiß ich. Hier so, damit du direkt rauskommst vor deinem Haus. Wäre cool. Hey. Moment. Es ist was passiert, was nicht hätte passieren sollen. Ohne Fehler gegangen. Ist so. Was denn? Deine Obsidian-Blöcke sind weg. Instant 15 Stück weggebackt. Knappsack. Jetzt, jetzt sind sie wieder da. Nee. Wo willst du es hin haben? Da hinten eher so? Also hier? Ja, machen wir eher so da. Da ist aber jetzt noch kein Dimension. Oh. Kein Dimensional-Upgrade drin, ne? Das heißt, du kannst damit erstmal nur nach Hause. Ist ja auch egal. Weil die Karte habe ich dafür noch nicht gemacht. Wobei Tropikraft ja natürlich sich anbieten würde, ne? Mhm. Ich leg noch schnell das zweite Ei hin. Machen wir denselben Dino. Wieso hast du eigentlich so viel Dirt weg, Mama? Boah, man weiß nie. Gehört? Was denn, Dino? Der Killer-Dino. Wir kommen, um die zu fressen. The Portal is missing an upgrade. Noch eins? Was fehlt denn noch? Moment. Hashtag bei ihm läuft's. Man kann sogar ein Upgrade reinpacken, dass das Portal keine Töne von sich gibt. Ist das cool? Ja. Und man kann das Portal sogar aus Eisen, Gold, Diamant oder Emerald bauen. Hm, besonders das letzte gefällt uns. Gibt's auch ein Upgrade für. Kinetik? Vielleicht fehlt das Dimensional Upgrade, weil die anderen das auch haben. Vielleicht braucht ihr das auch. Stadt wird hier aber eingewählt. Ja, habe ich ja gemacht. Müssen wir nicht das Eye of Ender als... Ach, nee. Ach, warte mal. Welche Adresse kriegt der denn hier? Der kriegt jetzt... dreimal die Uhr. Ah, ich glaube, ich flieg mal zurück, ich hol mal die Karte. Weil ihr das Dimensional Upgrade fehlt. Erst dann geht das? Ja, weil die anderen Portale das auch haben. Ach so. Vielleicht ist das auch die von Sunny und Rother dann? Ja, muss ja. Vielleicht wollen. Ja, die haben ja auch Dial Devices. Die werden sie wahrscheinlich nicht zu meinem Portal gehen und von dort aus dann in die Hölle. Oder sonst wohin, nach Tropico oder so. Ach ja. Aber die Karte ist nicht so schlimm. Mensch, wir hätten diese schnieke Emerald Farm da gebaut. Weiß es nicht. Was ein geiler Typ. Muss ein Typ gewesen sein, der nach vorne geschaut hat. Ein Mann mit Vision. Es wird der Tag kommen, da werden wir alles mit Emerald bauen. Ein Käfig aus Emeralds. Wir werden ein Emerald Imperium aufbauen. Eines Tages. Papier. Die Masse sich erheben. Nuggets. Papier habe ich noch. Sehr schön. Seinen Namen schreien. Peter. Efias. Was? Efias. Der Himmel wird sich öffnen. Oh Gott, jetzt untertreibt er aber. So. So. Wegschmeißen. Weiß ich, beschwere mich immer, dass ich kein Gold habe. Ich sollte auch mal mein Lager benutzen. Ich guck nie in mein Lager rein. Ach, Nefi. Es ist halt, wenn du alles hast, ne? Dann vergisst du, was du hast. Ja, das höre ich immer wieder. Dann vergiss. War wieder so ein Satz, der gab keinen Sinn. Dann vergisst du deine Ursprünge. Wir dürfen nicht vergessen, wer wir sind. Woher wir sind. Ah, ich pack auf den Zaun.
was backen? Muffins, Kekse? Könnte man gut wieder so ein paar Muffins haben. So ein paar gute Muffins. Was glaubst du denn jetzt schon wieder? Space Cakes, ey. Das ist Space Cakes. Goro, hab ich mal hier eingespeichert. Ja, zu dir komme ich aber. Portal Goro genannt. Ach, fuck it. Ich möchte, dass das Portal epische Feuerhölle des Todes heißt. Da geht jeder durch, was ist denn das? Du bist da! Und dieser Creeper auch, hallo! Da ist eine Spinne, komm her. Jetzt warte ich mal die Zeit ab. Wo ist dein Dino denn? Wo der ist? Ah, hier hinten, oder was? Was glaubst du, wo er ist? Oh, ist der klein. Hab ich fast nicht gesehen, ey. Darf ich ihn mal streicheln? Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht mal, wie der jetzt wächst. Mit Linksklick streicheln. Warte mal, ich hole mal kurz das Dino-Buch. Gucken wir mal. Wollte ich sowieso. Goro, du hast jetzt eine Abkürzung zur Stadt. Ach, man kann ihn auch zählen. Der ist untamed. Untamed. Hat Hunger. Scheinbar funktioniert das mit dem Feeder nicht, oder? Warum ist der denn nicht aus dem Feeder? Haben die doch im Video so gezeigt. Oder musst du hier runtergehen können? Kann natürlich auch sein. Guck einfach mal nach, ob das so geht. Kleiner Dino. Den von 20 Leben, lebt schon 0 Tage. Geht es jetzt? 2760. Geht es, Portal jetzt? Es geht, ja. Stadt. Ja. Da ist er. Hola. Geil, wa? Sunny, Rathamoon, Goro, Tropico. Du kannst es ja noch umbenennen. Du kannst es ja removen und wollen wir es umbenennen? Komm, warte. Nee, Goro, super. Ja, ich dachte Feuerbrunst der Hölle und so. Nein! Was hast du das gemacht? Ich kriegte meinen Doppelklick nicht auf die Leertaste. Hä? Ach so. Ich dachte, ich müsste sterben. Oh, kaum bist du hier schon, sind sie wieder am Schreien. Aber dein Emerald Block ist gleich fertig. Ja. Didi. Ist jetzt fertig. Jetzt kommt er jetzt. Ja. Ja. Jetzt habe ich in jeder Kiste einen Block drin. Fühlt sich wie so eine Mutter, ne? Ja, rausgepresst, ey. Goro, ist das jetzt auch bei den anderen eingespeichert? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja. Und schon bin ich wieder da. Swoosh. Wird wahrscheinlich nicht immer so schnell gehen, weil der Chunk wahrscheinlich laden muss dann. Kleiner Dino, jetzt bleib doch mal stehen. Aber wie schnell das jetzt ging, es wundert mich gerade selbst, wie schnell das Portal jetzt stand. So. Ich habe meine Schaufel gerade nicht dabei, das ist natürlich schade. Hast du Sand hier oder bei dir? In dem anderen Haus? Im anderen Haus. Wie ist denn hier bei dir erstmal hier? Ist ja voll klein. Eine Ender-Chest! Oh, du hast ja gar nichts drin. Da sind nur Sachen, die ich beim Abbauen hatte. Es ist nichts gemacht hier in dem Haus. Es ist vollkommen leer. Aber arm. Hier ist schön. Aber ich finde den Dachboden auch geil. Hier wollte ich ein Bett reinstellen. Der Dachboden erinnert mich so an meinen, nur ein kleiner. Echt? Ja, wegen den Treppen an den Seiten. Achso, das ist halt das Dach. Oh, hast du auch ein Schrägdach, so wie ich? Nicht mit Carpenter-Blocks. Normale Treppen. Oh. Hatte keinen Nerv auf Carpenter-Blocks. Die sind echt anstrengend gewesen. Deswegen dachte ich, komm, was ist klassisch. Weil eigentlich ist das Haus gar nicht mal so schlecht geworden. Das sieht eigentlich relativ geil aus. Ich glaube, die hat Sand. So. Weißt du, so ein Anwesen wie die Insel hier hätte ich gerne gehabt an meinem Haupthaus. Ja, aber es war ja Scheiße wegen dem Berg. Total Schleiße. Ja, aber selbst mit Berg würde das ja funktionieren. Ja. Oder nicht? Bestimmt.
Außerdem haben. Warum tust du in deinem Monster-Dings nicht irgendwie Spinnen rein, damit wir Fäden und Dings kriegen? Weil ich keinen Spinnenspawner gefunden habe. Dann muss das ein Spawner sein, kannst du die nicht in die. Kann ich, aber was bringt es mir, wenn ich Mob-Essenz brauche und dafür doofe Spinnen spawne? Weiß es nicht. Warum frisst du denn nichts? Es gibt ja Spinnenspawner. Das heißt, wenn du mal in einer Mine drin bist und einen Spinnenspawner findest, bau den bloß nicht ab. Merk dir den, markier dir den. Aber dann hole ich den mal. Was habe ich denn hier? Tin habe ich hier. Kupfer. Braucht kein Mensch in dem Modpack irgendwie. Was ist los? Ich muss den Eimer holen. Aus der Stadt? Nee, ich konnte das zum Glück alles in meiner Ender-Chest machen. Sand noch nicht in die Dings getan. So. Ja. So viel Holz drin hier. So. Er hat doch gefressen. Also irgendwas hat das scheinbar bewirkt, dass ich den jetzt so umgesetzt habe. Hat er hingekackt. Der ist gewachsen? Nee. Liebe Zuschauer, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den Dinos. Ich weiß nur, dass man sie jetzt so spawnen kann. Der Goroboy hat sich überhaupt nicht beschäftigt mit dem Zeug, was er baut. So wie ich. Du kennst dich ja total aus. Hast du eigentlich DJ und MJ mal irgendwie erklärt, wie das Ding funktioniert? Nee, als sie aufnehmen wollten, konnte ich ja dann doch nicht. Und sie konnten nicht, als du wolltest. Ja. Immer das Gleiche mit denen. Auch ich. Ich glaube, die beiden haben auch. Ich glaube, wenn ich denen das erkläre, wird das viel zu kompliziert für den. Für die. Dann bricht die Welt für die zusammen. Ich sage, ja, keine Lust. Glaube ich nicht. Die sind schon ganz smart, die zwei. Ja, sind sie ja. Ich kriege das hin. Ich glaube an sie. Ein paar Mal mit denen aufgenommen. Nur wenn du anderen immer erklärst, Vita und so zum Beispiel, was du alles machen kannst, dann dreh die am Rad, dann bricht für die eine Minecraft-Welt zusammen. Warum? Weil die nur Vanilla kennen. Oh, ein Dino-Egg has hashed. Has hashed? Achso. Behatched. Passend zum Klingeln. Mein kleiner Dino geschlüpft. Ah. Oh. Wenn wir jetzt die Name-Tags noch hätten. Ich hab da welche. Ich muss jetzt einmal, bevor wir einmal beenden hier, das ist ja die letzte Folge, die wir gerade aufnehmen, muss ich meine Fischfarm schließen. Und ich muss meine Villager schließen. Jetzt muss ich es rausnehmen, damit mir die keiner klaut. So. Okay, das war Fail. Scheiße. So, hier rein. Energie läuft aus, 30 Fische sind drin, alles passt. Ich wäre soweit. Ja, ich auch. Alles klar, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.